Urlaubsparadies Bali. 6 Millionen Touristen kommen jedes Jahr auf die indonesische Insel. Mehr als 70 Millionen Insta-Posts gibt es unter dem Hashtag Bali. Mittlerweile stützt der Social-Media-Hype eine ganze Industrie. Wir haben zwei Menschen mit ganz speziellen Jobs getroffen, die mit ruhiger Hand und Muskelkraft für tausende Insta-Highlights verantwortlich sind. Unser erster Stopp, der knapp 1000 Jahre alte Lempuyang-Tempel, eines der ältesten Hindu-Heiligtümer auf Bali. An manchen Tagen besuchen mehr als 1000 Touristen die ehrwürdige Anlage, die aus 7 einzelnen Tempeln besteht. Umgerechnet etwas über 3 Euro kostet der Eintritt. Die meisten Besucher sind nur wegen eines Insta-tauglichen Fotos hier. Dafür nehmen sie stundenlange Wartezeiten auf sich. Das Personal meinte, es dauert noch 5 Stunden. Aber da bereits Leute anfangen zu gehen, hoffe ich, dass es nur 2 Stunden dauert. Vielleicht haben wir dann ja das perfekte Sonnenlicht für unser Foto. Pflicht für jeden Besucher, der Sarong. Der traditionelle Rock zeugt von Respekt für die Gläubigen. Die Hauptattraktion des Tempels, das riesige Steintor. Heaven's Gate, Himmelspforte, so heißt der Ort im Internet. Doch uns fällt auf, hier ist ja gar kein Wasser, wie es auf den Fotos den Anschein hat. Für diesen Effekt ist Fotograf Adi verantwortlich. Von den Touri-Massen fühlt er sich nicht gestört, im Gegenteil. Zu wissen, dass den Leuten der Tempel so gut gefällt, ist für mich eine tolle Erfahrung. Nächste Pose. Adi arbeitet heute in der Frühschicht, die geht von 5.30 Uhr bis 15 Uhr. Insgesamt hat der 22-Jährige rund 30 Fotografen-Kollegen. Pro Tag knipsen 6 bis 8 von ihnen im Akkord, denn wie wir sehen werden, ist der Job sehr anstrengend. Die Idee mit der Reflexion entsteht durch Zufall. Auf die Idee kamen wir durch den Regen. Nächste Pose! Der hat auf dem Boden reflektiert und mein Kollege machte ein Foto davon, das viral ging. Der Trick hinter den Insta-Highlights, ein einfacher Spiegel. Damit das Licht nicht einfach durch Adis Spiegel hindurchfällt, wird das kleine Hilfsmittel mit schwarzem Tape beklebt, das keine Lichtstrahlen durchlässt. So entsteht die typische Reflexion. Für seine Fotos hält Adi den Spiegel unter die Smartphone-Kamera und das Motiv erscheint verkehrt herum auf dem Bildschirm. Adi muss den Spiegel durchgehend stillhalten und ständig Anweisungen an die Besucher brüllen. Das ist anstrengend, also erstmal 30 Minuten Mittagspause. Der junge Fotograf hat Ambitionen. Für ihn ist der Job im Tempel nur eine Zwischenstation. Wenn ich die Chance dazu bekomme, möchte ich an die Uni gehen und da dann etwas über Hotellerie und eine Sprache lernen. Vielleicht kann ich da neben Englisch noch eine andere Sprache lernen. Aber gerade hoffe ich, dass ich mit dem Job erstmal über die Runden komme. Adi hat Spaß an seinem Beruf, denn der Tempel ist ihm sehr wichtig. Er ist selbst Hindu und betet regelmäßig an seinem Arbeitsplatz. Deshalb legt Adi großen Wert darauf, dass sich alle an die Regeln halten. Lasst ihr bitte erst die Leute vorbei? Wie ihr seht, kommen hier Leute, die beten möchten. Die können natürlich jederzeit durch das Tor kommen, weil der Tempel immer noch zum Beten genutzt wird. Die Gäste können hier aber gerne Bilder machen, solange sie sich an die Regeln halten. Die religiösen Regeln durchzusetzen gehört auch zu Adis Job. Dazu zählt zum Beispiel, Besucher müssen ihre Schultern bedecken und dürfen einander auf den Fotos nicht küssen. Die Hindus praktizieren weiter oben in der Anlage. In einem Bereich, der nur für Menschen frei ist, die beten möchten.
Adi arbeitet nur ein- bis zweimal die Woche für 120 Euro im Monat. Trotz wenig Stunden nur 70 Euro unter dem Durchschnittslohn in Indonesien. An starken Tagen ist die Anlage bis 19 Uhr geöffnet. Manchen ist die Wartezeit dann doch zu lang. Wir haben mit einem netten Pärchen unsere Wartenummern getauscht. Jetzt haben wir Nummer 450. Das verkürzt zwar die Wartezeit, aber es sind immer noch ungefähr 6 Stunden. Wir haben noch kein Foto gemacht, weil wir glauben, dass es das nicht wert ist, 5 Stunden zu warten. Der Blick von hier oben ist wahrscheinlich viel schöner. Zum Abschluss bekommt auch Redakteurin Lisa ein Foto. 1, 2, 3, spring! Bei Station Nummer 2 wird es gefährlich. Der Job erfordert vollen Körpereinsatz. Und Lisa muss ihre Höhenangst überwinden. Glückliche Touris schaukeln hier über einem klaffenden Abgrund vor Dschungelpanorama. Verantwortlich für diese Fotos Gusti. Berufsbezeichnung Booster, also Anschaukler. Wir machen hier jeden Tag den Monkey Jump. Deshalb habe ich starke Muskeln. Ist einfach. Gusti arbeitet quasi auf einem Instagram-Spielplatz für Erwachsene. Eintritt 25 bis 40 Euro je nach Ressort. Auf Bali gibt es mehr als 20 dieser Parks. Alle haben das gleiche Geschäftsmodell. Das richtige Marketing sorgt hier für die Verkäufe. Mein Manager arbeitet sehr hart, weil wir viele Konkurrenten haben, die auch Schaukeln anbieten. Der Trick von Gustis Ressort: viel Werbung auf Social Media. Ein weiteres Verkaufsargument: Sicherheit. Hinter der Schaukel lauert ein 70 Meter Abgrund. Damit die Gäste nicht dort hineinstürzen, befestigt sie Gusti mit einem Karabinerhaken an der Schaukel. Doch nicht nur das Schaukeln birgt Gefahren. Das ist echt schwierig. Beim ersten Mal hat es mich richtig hingelegt. Mein Freund hier auch. Die ersten 5 Versuche endeten mit einer Bruchlandung. Einer von Gustis Kollegen hat sich sogar schon mal den Knöchel gebrochen. Deshalb müssen alle Angestellten gut trainiert sein. Ihr springt ja echt hoch. Braucht das nicht viel Kraft? Na klar. Schau mal, meine Muskeln. Wir haben alle dicke Muskeln. Außerdem dehnen wir uns, bevor wir starten. Das ist sehr wichtig, weil ohne Dehnen kommt es oft zu Rückenschmerzen oder Verletzungen an der Schulter. Neben den Swings gibt es auch andere stylische Motive für Insta-Bilder und sogar ein Restaurant. So haben es die Schaukelressorts geschafft, mit Balis Social-Media-Hype viel Geld zu verdienen. Davon profitiert auch Gusti. Mit 270 Euro pro Monat liegt sein Gehalt rund 80 Euro über dem Durchschnitt. Frisch gedehnt ist Gusti bereit für den ersten Kunden. An der Adrenalinschaukel müssen die Gäste ein paar Regeln befolgen. Immer die Beine durchstrecken, weil mein Kollege springt dort hinten von den Stufen ab. Wenn du deine Knie anwinkelst, bekommt er deine Füße ins Gesicht. Also immer schön die Beine durchstrecken. Bereit? Dann los und hör immer auf meine Anweisung. Okay. An der Adrenalinschaukel arbeiten immer mindestens 2 Booster, so wird's nicht zu anstrengend. Jeder Gast bekommt 5 bis 15 Minuten auf der Schaukel. Eine weitere Qualifikation der Booster: Fotografie. Für hochwertige Spiegelreflexfotos zahlen die Gäste nämlich 6 bis 12 Euro extra. Für den gleichen Preis gibt es auch Kleider mit langer Schleppe zum Ausleihen. Nicht jeder traut sich auf die Schaukel. Der Flug über den Abgrund erfordert Mut. Der Ausblick ist echt wunderschön, genau wie die ganze Erfahrung auf Bali. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Sie fragten mich auch ständig, ob alles okay ist. Ich bin ein kleiner Feigling, was das angeht. Deshalb mag ich die Schaukel nicht so gern.
Aber meine Frau wollte gern schaukeln. Es sieht sehr gefährlich aus, aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Es hat echt Spaß gemacht. Gustis 8-Stunden-Schicht beginnt immer um 8 Uhr morgens. Pro Tag kommen ungefähr 50 Gäste. Jetzt ist Redakteurin Lisa an der Reihe. Es hat schon was anderes von so einer Kinderschaukel, wie man sie vom Spielplatz kennt, ne? Trotz Höhenangst wagt Lisa den wilden Ritt. Okay, schneller? Ja, alles gut. Noch einmal schneller. Okay, my friend. Wer besonders mutig ist, kann für das perfekte Foto sogar die Arme ausstrecken. Langsam neigt sich Gustis anstrengender Arbeitstag dem Ende zu. Das bedeutet für ihn aber nicht unbedingt Feierabend, denn er arbeitet zusätzlich auf den Reisfeldern seiner Familie. Lisa ist bereits wieder im Landeanflug. Hat's Spaß gemacht? Es war auf jeden Fall ein Adrenalinstoß. Zwei Jobs, tausende Insta-reife Erinnerungen. Dank der Hilfe von Gusti und Adi.